Spieltag 30 in der zweiten Bundesliga, die Samstagspiele Heidenheim gegen Arminia Bielefeld 2:2 und das Spiel hier beim FC Erzgebirge Aue gegen Hannover 96 endet genau auch 2:2 unentschieden. Beide Cheftrainer sind jetzt hier bei uns zu Gast und es beginnt Hannovers Chefcoach André Breitenreiter. Ja, wenn die letzte Aktion hier nicht gewesen wäre heute, dann würden wir jetzt hier sitzen. Gutes Auswärtsspiel, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben, wieder 3 Punkte eingefahren. Und dann wäre alles super und gewesen und wir alle auch glücklich. Aber so ist natürlich schon auch eine gefühlte Niederlage, das muss man so sagen. Wir sind insgesamt gut ins Spiel reingekommen, haben direkt das 1-0 erzielt, was uns eigentlich auch für die nötige Sicherheit sorgen sollte. Tat es leider nicht in der ersten Halbzeit. Aue ist gut ins Spiel gekommen. Sie haben gezeigt, warum sie in den letzten Wochen guten Fußball spielen und nicht nur und auch erfolgreichen Fußball in Form von Punkten. Sie waren sehr beweglich, sie waren aktiv und sie waren in den Zweikämpfen präsenter als wir. Da sind wir ja über eine gewisse Phase schon noch hinterhergelaufen. Wir haben das System in der Halbzeit verändert und ich denke, wir haben alle gesehen, dass das von den Jungs sehr gut umgesetzt wurde. Wir haben in der zweiten Halbzeit sehr viel Ballbesitz gehabt. Wir haben sehr dominant gespielt. Wir haben überhaupt gar keine Torchancen des Gegners mehr zugelassen. Wir waren dann auch in den Zweikämpfen präsent, haben dann verdient das zweite Tor erzielt durch einen schönen Angriff und durch einen sicheren Abschluss. Haben es im Anschluss verpasst, unsere vielen guten Möglichkeiten, insbesondere auch über die Außenposition, wo wir durchgebrochen sind, wo der letzte Pass nicht gekommen ist. Es waren bestimmt 7, 8 Situationen über beide Seiten. Es verpasst das vorentscheidende dritte Tor zu erzielen. Und dann ist es Fußball, der Gegner wirft alles nach vorne, spielt hohe Bälle rein, die wir bis auf die letzte Aktion alle wirklich klasse verteidigt haben. Und da treffen wir eine falsche Entscheidung. Zwei gehen auf den Spieler, der den Ball mit dem Kopf verlängert. Und Nazarov, glaube ich, ist frei und ja, trifft mit dem Sonntagsschuss genau neben den Pfosten. Auch wenn es 20 Sekunden nach der offiziellen Nachspielzeit war, musste ich bis zum Schluss mich reinschmeißen. Das haben sie getan, aber dieses Tor konnten wir leider nicht verhindern und so fahren wir nur mit 1 Punkt nach Hause. Vielen Dank, André Breitenreiter. Das Fazit nun von unserem Cheftrainer Domenico Tedesco, bitte. Ja, schönen guten Tag zusammen. Wir liegen nach 2 Minuten 0:1 zurück gegen eine Mannschaft mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Wenn du nicht aufpasst, kann das nach hinten losgehen. Du verlierst die Deckung, bist zu mutig und dann verlierst du so ein Spiel höchstwahrscheinlich am Ende etwas höher. Es ist uns nicht passiert, weil die Mannschaft sich von diesem frühen Rückstand hat nicht beeindrucken lassen. Wir haben mutig gespielt, haben in diesem Spiel 2-3 Mal das System wechseln müssen. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn es Richtung zweite Halbzeit geht. Aber ich glaube, dass wir im ersten Durchgang dann hochverdient das 1:1 erzielen und Pasi Köpke hätte sicherlich noch 2 Tore erzielen müssen. Wenn wir dann 3:1 führen, wird es ein anderes Spiel. So gehst du mit dem 1:1 in die Halbzeit und mit dem ersten richtig guten Angriff erzielt Hannover im zweiten Durchgang direkt das 2:1. Und dann bin ich ehrlich, war die Mannschaft nicht mehr so griffig wie im ersten Durchgang. Lag vor allem daran, dass Hannover unter anderem das System umgestellt hat. Auch wir haben daraufhin umstellen müssen. Und das hat nicht ganz so gegriffen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und es lag einzig und allein daran, dass Hannover im zentralen Mittelfeld vor allem Spieler auf dem Platz hat, die pressingresistent sind. Wenn der erste Kontakt daneben in den freien Raum geht und die Spieler gute individuelle Bewegungen haben, dann wird es einfach schwer, obwohl wir Gleichzahl oder auch teilweise Überzahl in gewissen Situationen hatten. Nichtsdestotrotz haben wir leiden können, haben das 3:1 verhindert, weil wenn wir ehrlich sind, wäre das 3:1 sicherlich drin gewesen für Hannover, dann wäre die Messe gelesen gewesen. Allerdings haben wir uns mit allem dagegen gewehrt, was wir haben, um dann die Schlussphase offen zu halten. Die Schlussphase ist für uns schon auch ein wichtiger Punkt, weil wir wissen, es gibt Spiele, die so aussehen wie in Nürnberg, dass du 1:2 zurückliegst, auch heute. Und dann brauchst du einfach einen gewissen Plan, eine gewisse Ruhe, einen klaren Kopf, auch in den letzten 5 Minuten und in der Nachspielzeit. Und
Ein langer Ball ist nicht nur ein langer Ball, sondern ein langer Ball ist wichtig, wenn die Raumaufteilung stimmt. Wenn die Spieler dort stehen und dort positioniert sind, wo der Ball auch runterfallen könnte. Und das haben wir gut gemacht. Wie gesagt, dazu gehört einfach eine Gelassenheit und eine Ruhe. Und deswegen ist dieses Tor kein Zufall, kein Glück, sondern einfach gute Arbeit unserer Jungs. Und wir sind glücklich über das Spiel und über diesen Punkt. Dankeschön. Das Fazit von unserem Cheftrainer Domenico Tedesco. Und damit ist die Zeit für Fragen da. Wenn es die gibt, bitte kurzes Handzeichen. Dann kommt das fliegende Mikrofon vorbei und das hat einen kurzen Weg zu Fabian Held von dpa. Eine Frage an Domenico Tedesco. Dieser Punktgewinn jetzt auch in der Schlussphase, wie wichtig ist der für den Kopf? Weil jetzt kommt ja das nächste Heimspiel schon mit Würzburg. Das wird vielleicht ein ganz entscheidendes. Wie wichtig ist deswegen dieser Punktgewinn? Ich glaube, viel wichtiger ist die Art und Weise, wie wir spielen. Ich betone immer wieder, dass es wichtig ist für uns im Team, für die Mannschaft, für die Spieler, Parameter zu finden, unabhängig vom Ergebnis, die uns aufzeigen, ob die Qualität stimmt, ob der Weg der richtige ist. Und hätten wir dieses Spiel verloren, wären wir mit der ersten Halbzeit vor allem und auch mit der Schlussphase zufrieden gewesen, wenn ich ehrlich bin. Und von dem her müssen wir uns von Ergebnissen lösen, ansonsten machen wir uns abhängig. Und die Jungs marschieren, die Jungs arbeiten sehr, sehr gut, die Mannschaft lebt, das hat man heute gesehen. Sie lebt mehr als das und das ist für uns wichtig. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Der Kollege, bitte ganz kurz mit Namen und Redaktion. Ja, Dirk Tietenberg von Matzak Sport Hannover. André, hat es vielleicht auch ein bisschen an der Situation zu tun, dass ihr aus dem Derby kamt und was hat auch Bakalorz damit zu tun, dass vielleicht die erste Halbzeit nicht so gelaufen ist, wie du das ja vorgestellt hast und du halt auch dann ändern musstest? Ich glaube nicht, dass das was mit dem Derby zu tun hat, denn wir sind auf eine Mannschaft getroffen, obwohl wir früh in Führung gegangen sind, die gezeigt hat, dass sie vor Selbstvertrauen strotzt, dass sie gutes Positionsspiel hat, dass sie wissen, um was es für sie auch geht und das nicht nur mit Kampf und Krampf versuchen, zum Erfolg zu kommen, sondern eben auch auf fußballerische Art und Weise. Das haben sie gut gemacht und es lag aber trotzdem auch an uns, dass wir die Sicherheit nicht hatten, weil wir einfach auch nicht präsent genug waren, nicht laufstark genug in der ersten Halbzeit und einfach dort oftmals zweiter Sieger waren. Da hatten wir in der Tat auch in der einen oder anderen Situation das Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Aber wenn ich sehe, wie die Jungs dann nach der Halbzeit rausgekommen sind, und das ist, da kann ich der Mannschaft auch keinen Vorwurf machen, dass sie nachher am Ende das Unentschieden nur fängt. Sie hat das wirklich klasse gespielt, zweite Halbzeit gegen einen bärenstarken Gegner. Ja, sie hat Aue, obwohl sie in der ersten Halbzeit das gut gemacht haben, überhaupt nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Und da war gar keine Torchance mehr zu sehen, sondern wir waren total dominant und wir haben es nachher einfach verpasst, das dritte Tor auch zu machen. Und haben auch in der Schlussphase nicht zugelassen. Ja, wir haben auch da eine sehr gute Raumaufteilung gehabt. Wir haben die zweiten Bälle gewonnen. Wir haben kopfballstarke Spieler hinten, die Duelle für sich entschieden haben. Da gibt es gar keinen Vorwurf von meiner Seite. Und dann ist ein Ball, der unglücklich zur Seite abspringt. Ja, den haben wir dort in der Situation, haben wir eine falsche Entscheidung getroffen, weil wir einfach ihm einfach zu viel Platz gelassen haben. Und dann ist es dann eine Qualität von Nazarov, dass er den Ball auch macht. Ja? Von 10 Bällen gehen die 9 auf die Tribüne oder vorbei und er schießt ihn rein. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn geht der Ball nicht rein, dann ist das Spiel abgepfiffen und dann reden wir über das ganze Positive, über die super Moral und über den Biss und über den Siegeswillen, die diese Mannschaft auch hat. Und ich bin weit weg davon, auch dann das alles schlecht zu reden, weil wir jetzt hier nur einen Punkt geholt haben, ne? Sondern die Art und Weise, insbesondere in der zweiten Halbzeit, war total überzeugend in einem Auswärtsspiel bei einem sehr guten Gegner. Und dann war es am Ende einfach leider Pech für unsere Mannschaft. Gibt es weitere Fragen? Die gibt es nicht. Dann binden wir ab. Der nächste Spieltag, Hannover 96 empfängt Fortuna Düsseldorf und wir, die FC Würzburger Kickers, dazu beiden Mannschaften viel Erfolg, den 96ern eine gute Heimreise und Glück auf. Tschüss.